Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Dead Deer Ranch, folks. Hi. Hello. Howdy. Ja, Patrick und Detlef sind auch dabei und wir haben uns hier schon so ein bisschen eingegroovt, geguckt, was wir jetzt hier machen müssen. Ich habe mal den Kommunaldeutz mir geholt. Wir müssen ja ein paar Ballen hier stapeln. Ich bin mal gespannt, wie lange ich Lust habe, bevor ich den Autostack mir wieder dazu hole. Aber so ein bisschen was können wir schon hier einstecken, ne? Ihr wisst ja, oder einige von euch wissen, dass ich immer wieder ein bisschen FSL mal spiele. Und da ist es nicht verkehrt, wenn man hin und wieder mal dann die Ballen hier stapelt. Aber ich merke schon, ich muss den Lenkeinschlag noch anpassen. Ich muss aber gucken, ob das hier im Spiel direkt geht. Ja, das ist nicht. Ich meine Fahrzeugarmempfindlichkeit. Guck mal hier. Muss man ein bisschen runterstellen. Ich muss ein bisschen gucken, wie ich das am sinnvollsten einstellen kann. So. Das Ding ist tatsächlich, wenn ich das hier einstelle, dann stelle ich das für die anderen Spieler mit ein, ne? Oder könnt ihr eure Lenkarmgeschwindigkeit selber einstellen, Detlef und Patrick? Also das noch nie ich eingestellt. Ich habe das eh beim Joystick, also mir ist das wurscht, was du da einstellst. Okay. Noch nie eingestellt, sowas. Wie es ist, und das ist gut. So, gucken wir mal. Oh, das, genau das ist es, ne? Das habe ich hier immer beim Aufladen, da kippt mir der hier vorne runter. Krieg ich ja. Mann. Ja, muss ich noch ein bisschen hinkriegen. So, den habe ich reingeschoben. Kommt der andere wahrscheinlich gleich runtergefallen. Hoffentlich. Alles dauert ja gerade so lange liegen, dass bis der andere dann runterfällt, der fällt gleich runter. Ja. So, die mal ein bisschen aufstapeln hier. Ja, was machen wir denn? Oh, ich muss mal gerade eben das Musikstück hier weitermachen. So, was machen wir denn heute? Also wir werden das Feld hier noch bearbeiten, dann werden wir nachher noch Global Company Gebäude hier aufsetzen, würde ich sagen. Aber wir müssen ein bisschen Kohle verdienen, ne? So richtig viel Kohle haben wir gerade nicht am Start. Oh, ein bisschen. Macht schon Sinn. Wir könnten auf jeden Fall nochmal Silage in die BGA fahren. Müsst ihr mal gucken, also in die große BGA hinten. Heißt die große, die da nördlich von unserem Hof, weil das gibt auf jeden Fall Kohle. Wir spulen ja gleich in der Nacht und damit müssen wir auf jeden Fall Geld machen. Ups. Heute mal gucken, ob wir irgendwo finde zum Transportieren. Mal den Jaschkin. Macht das einer von euch mit dem oder? Ah, ich habe gerade gesagt, ich finde was. Ach und so, okay, gut. Cool. Fermenter. Ich weiß nicht, wie voll der Fermenter ist, keine Ahnung. Ich meine, dass da noch was drin sein müsste. Auf jeden Fall werden wir nicht genug Geld für die Gebäude kriegen. Ich bin gerade noch ein bisschen mit am Bein sammeln, dann unterstütze ich dich, Detlef. Zunächst mal, so viel wird da nicht drin sein. Wo sammelst du den Ballen? Ich bin jetzt hier oben am äußersten Ende von der 23. Mit dem Autostack oder was? Ja. Achso, okay. Ich wollte dich mal ein bisschen unterstützen, weil du hast halt auch noch eine ganze Menge. Ja, die werde ich nicht komplett mit dem Picker wegfahren, aber es ist irgendwie macht das auch Spaß. Also ich sag mal ganz ehrlich, das ist mal was anderes wieder. Zumal man die hier auch seitwärts stapeln muss und nicht wie bei der FSL längs. Wo sollen die eigentlich hin, die beiden? Muss mal im Hof gucken, da gibt es so einen Unterstand an einem Kuhstall. Mhm.
Da finde ich die ganz gut. Oh, ich habe vor kurzem Jungs auf dem Feld gesehen, die haben so schnell diese Ballen gestapelt. Auch schon ein bisschen beeindruckt. Jetzt in Real Life oder ja, auf dem... Ja, nee, Real Life. Also ganz ehrlich, ich finde das im Real Life auch eine ganze Ecke einfacher. Ja, das andere Größenverhältnisse, ne? Naja, nicht nur das, du hast halt auch eine viel bessere Übersicht und alles, ne? Und kannst das alles viel besser steuern, also... Ja, obwohl über Übersicht kann man es ja eigentlich nicht beklagen, oder? Nö, das nicht. Der Außenansicht, also halt, ja, ich verhalte mich innerlich jetzt gerade. Es ist halt schon was anderes, wenn du das in Real Life machst. Ist meine Meinung. Und es ist Real Life halt doch eine ganze Ecke einfacher. Mal gucken, ob ich hier noch geschoben kriege, dass die da auch noch reinpassen. Eigentlich müssten hier vier in Reihe reingehen, ne? Aber so kriegst du nicht rein. Mal gucken, dass wir hier gleich ein bisschen schieben noch. Ach, das sind Deko-Ballen hier. Ich dachte, da sind schon welche drin. Nee, oh. Da sind auch welche drin in der Scheune. Da sind auf jeden Fall welche drin. Kannst du da reinpacken? Ja, ich konnte da eben durchfahren, deswegen war ich jetzt etwas irritiert. Das ist ein offener Unterstand, Patrick, direkt neben dem Feld. Ja. Jetzt geht's nicht mehr, also eben konnte ich da irgendwie... Ja, das kann ich dir sagen, weil du hinten die Ballen zum Abladen hattest, ne? Mit denen bist du da durchgefahren, ne? Das geht immer schon, wenn die zum Abladen sind, hast du immer das Thema. Warte mal, eben gucken, ob ich die hier noch ein bisschen nach links schiebe. Das müssten wir eventuell die Zeiten zumindest auf fünffach oder so vorlaufen lassen. Sonst werde ich die. Ne? Sonst was? Sonst werde ich hier die Silage nicht los. Ja, mach die ruhig hoch. Oder soll ich die hochmachen? Kann ich jetzt machen. Jetzt ist sowieso dunkel. War da noch so viel Silage drin? Noch über 200.000 Liter drin. Okay. Also war sehr entspannte Musik zum Abend. Hier müssen wir auf jeden Fall gleich vorspulen, sonst schlafe ich hier ein, so dunkel wie das hier ist. Wie viel Silage hast du denn noch da, Detlef? Für 200.000 sind noch im Fermenter. 44.000 oder fast 45.000 habe ich noch im Hänger. Nur 90.000 wie BGA. Das wäre halt schade, wenn wir die jetzt verkommen lassen. Also die sollten wir schon noch irgendwie reinpacken. Bevor die Nacht durchgeht. Gehen eigentlich in diesen. In den Ballwagen gehen keine vier oben rein, ne? Oder kann man da vier übereinander reinstellen? Rein? In diesen Ballenwagen. Die hast du wahrscheinlich in deinem Leben noch nicht genutzt. Nee, sind glaube ich nur drei. Das sind glaube ich nur drei. Dieses komischen Gitter, diesen Gitterwagen. Ja.
mit nur 3 rein. In der Tat, ich habe ihn noch nie genutzt. Ist ein Drehschemel. Ja, das würde erst recht nicht benutzen. Für eine Autolohnsache. Aber guck mal hier. Uiuiui. Ja, schönen Screenshot hier direkt mit der Stadt im Hintergrund, mit den Lichtern. Komm weg. Muss ich mir irgendwann nochmal ein anderes Screenshot tun. Ich mach Screenshots immer mit GeForce Experience. Du kannst doch auch ganz normal über einen normalen Windows-Screenshot nehmen. Ja. Auch über Druck. Aber die machen bei mir immer Screenshots über beide Bildschirme. Okay. Mach doch einfach über den LS den Screenshot. Der kann das doch auch. Echt? Klar. Mit was macht der LS denn den Screenshot? Warte, kann ich dir gleich sagen. Einstellungen. Auf die Drucktaste. Das ist das normale Windows. Das ist das normale, das hat mit dem LS nichts zu tun. Ist aber die Funktion ist aber drin im Spiel. Ja. Trotzdem macht er bei mir dann Screenshots von beiden Bildschirmen. Das könnte sein. Da muss ich die mal auseinander schneiden und so, das finde ich blöd. Wahrscheinlich kann man das auch irgendwo einstellen in Windows. Nur den aktiven, du hast ja beide aktiv, von daher. Boah, dass die Kabel da immer durch die Ballen glitscht, ne? Boah, geht mir das, also das geht mir auch bei FSL so oft die Nerven. Das macht es tatsächlich auch schwieriger, ne? Dann glaubst du, hast den Ballen erwischt und dann hüpft der da durch oder deine Gabel bleibt im Förderband hängen oder so. Ja, das hast du halt auch immer wieder, ne? Liebe Zuschauer. So, warte mal. Also bei mir macht er nur den Hauptbildschirm als Foto. Patrick, ich kann es nicht ändern. Es ist bei mir aktuell so. Ich sag's dir nur. Ja, du musst mir, wenn du mir sagst, wie ich das einstellen kann, dann ist mir geholfen. Ich weiß, dass man auch nur einzelne Bildschirme machen kann. Aber die einzige Möglichkeit, die ich im Moment habe, ist mit GeForce Experience das zu machen. Ja. Bringt den nicht nach vorn. Ne, richtig. Ich weiß gar nicht, wie man die. Also, da müssen ja eigentlich 4 reingehen. Ich weiß aber nicht wie. Oder? Okay, der wäre reingegangen. Mal gucken. Das war schon so knappe Laden hier. Das passt, das ist schon hart. Ja, gut, aber es ist wahrscheinlich realistischer, wenn man die so arg knapp lädt.
So. Ah, guck mal, jetzt brauche ich aber noch 3, 4 Einzelne eigentlich. Obwohl, vielleicht kann man die auch da mal runterladen. Dann nehme ich über 2 mit, ne? Patrick, jetzt wollen sie aber nicht alle runter hier vom Feld. Nee. Muss ich nämlich gerade schon suchen. Lädt von dir geradeaus. Ja, ich sehe schon. Hier liegen noch ein paar. Ja, ja. Klar, das Ding jetzt auch nur noch einmal voll und dann war es das. Den Rest kannst du dann so einsammeln. Jo. Da liegen ja noch einige. Genau, top. Meine Jungs sind stolz auf mich sein, wenn sie sehen, dass ich hier so toll übe. Kann sie dir auch ein bisschen zusammenfahren? Nee, nee. Fahr den Ballanhänger gleich, ich hab den jetzt gleich voll. Und dann fahre ich die zweite Runde dahin. Dann fahre ich den etwas näher da hinten hin. Dann passt das schon. Die liegen ja gar nicht so weit auseinander. Das war das jetzt immer mein Sohn. Mein kleiner Sohn, der sagt jetzt auch immer, hoppala. Ah, cool. Und bei ihm weiß er aber, dass da noch irgendwo was richtig schief gegangen ist. Da muss auf jeden Fall auf die Suche gehen. Da liegt nämlich meistens irgendwo noch Zeug auf dem Boden rum. Milch oder Wasser oder. Oh. Passiert. Muss das Feld hier gekalkt werden, auf dem wir sind gerade, Patrick? Warte, kann ich hier gleich sagen? Muss mal nachgucken hier. Du kannst Fragen stellen. Ja. Ja, guck mal, können wir doch gleich direkt nochmal. Sammel erstmal deine restlichen Beine ein, ey. Ja, ja. Wie weit ist die Deadlift denn mit der Silage? Das zieht sich. Die nimmt nur 90.000. Ja. Ach, Mensch. Ja, mit den Ballen muss ja auch passen. Das ist eine ganz wackelige Angelegenheit. Ich weiß gar nicht, gehen die Ballen auch? Versuch die Wahl nachher mal seitwärts reinzustapeln, damit ich ein bisschen näher an der FSL bin. Aber die sind nicht doppelt so lang, wie sie breit sind, oder? Haben die so eine Quader, genau so eine Quadergröße? Oh, ey, du kannst Fragen stellen. Drei Hänger habe ich jetzt drin und hole jetzt den vierten. Aie. Was? Ja, es war eben mein Stream, ich hörte, da hörte die schöne Musik nicht. Ah. Ein bisschen afrikanisch. Eigentlich habe ich total witzig, eigentlich habe ich die, also es sind die so freie Musikbibliothek von YouTube, die habe ich eigentlich runtergeladen. Da stand Country dran, aber das hier ist gerade alles andere als Country. Oh mein afrikanisches Country, ne? Afrikanisches Country, genau.
aber guck mal hier, das sieht doch schon richtig gut aus. Also, ich finde das hervorragend. Ah ja, da gehen auf jeden Fall nur drei Reihen rein. Das ist cool. Ja gut, hier die Hinterreihe habe ich vergessen. Von da sieht es nicht so gut aus, aber von hier sieht es super aus. Stapeln sie da vorne in diese Scheune ein. Da fehlen aber welche. Oh, Patrick, wovon rede ich denn die ganze Zeit? Ja, ich habe aber was verkehrt gemacht. Nee, ich habe den extra für dich gelassen, die drei. Warte mal, lass mich überlegen. Nee, ich habe den Autostick jetzt schon weggestellt. Nee, ich muss ja sowieso nochmal hinfahren. Aber liebe Zuschauer, für diese Folge von The Dead Deer Ranch soll es das heute gewesen sein. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein und natürlich lasst irgendwie ein Däumchen da, ne? Klar, Ballstapel ist nicht jedermanns Sache, aber macht es mal. Das ist irgendwie auch mal ganz entspannt. Da kommt man so, ne? Fokussiert man sich wieder so ein bisschen, kommt ein bisschen zurück. Ich finde das tatsächlich gar nicht so verkehrt. Ja, lasst uns ein Däumchen da und natürlich einen entsprechenden Kommentar. Da freuen wir uns. Und dann sagen wir drei noch Tschüss. Tschüss. Und wollen wir auch alles Gute, bye bye und Ade.